Ja, moin, schön, dass ihr wieder bei einem neuen Video dabei seid. Und gleich mal eine kleine Entschuldigung. Es hat dieses Mal ein bisschen länger gedauert. Ja, und zwar musste ich meiner Frau doch ein bisschen durch eine sehr schwere Zeit begleiten, die mich auch hart getroffen hat. Ja, so ist das nun mal. Da muss ich halt ein bisschen Konsequenzen ziehen, muss erstmal ein bisschen für meine Frau da sein. Aber gut, meine Frau ist jetzt mal wieder endlich wieder zur Arbeit gegangen, hat ein bisschen sich eine Auszeit gegönnt und ja, ich nutze die Zeit und gehe jetzt auch mal wieder fotografieren. Ja, ich bin hier gerade an der Ostsee in der Nähe von Kühlungsborn. Und zwar hatte ich eigentlich im Internet ein paar schöne Holzflöcke gesehen. Das sind die, die da gleich da drüben sind. Und hatte allerdings auch in der Viewfinder-App schon diese Buhne hier abgespeichert. Und dass diese beiden Locations direkt nebeneinander liegen, das wusste ich jetzt nun nicht. Aber na gut. Jetzt hatte ich leider auf dem falschen Parkplatz geparkt. Also hätte ich da drüben geparkt, wäre ich vielleicht nach 20 Minuten hier gewesen. Und hier war das ungefähr eine Dreiviertelstunde laufen. Naja, wusste ich nicht. Nun gut. Ja, diese Buhne hier zeigt so schön geradeaus ins Nirgendwo. Und ich werde jetzt natürlich wieder eine schöne Langzeitbelichtung machen. Ich denke mal so um und bei so ein paar Minuten oder so. Mal schauen, ne? Ja. Ach, und ja, auf der Arbeit ist auch im Moment gerade so ein bisschen mehr zu tun. Deswegen musste ich doch mal ein bisschen aussetzen. Allzu lange war es ja jetzt nicht, aber ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, ich muss euch was bieten, gerade auch für meine neuen Kanalmitglieder, die natürlich jetzt gerade eingetreten sind und nicht gleich wieder austreten wollen, weil sie jetzt denken, da kommt ja gar nichts. Nee, aber es ist nun mal so im Leben, es läuft nicht immer alles so, wie man es möchte. Ne? Nun gut, ja, ich denke mal, ich schmeiß einfach mal einen Filter rein und wir schauen mal, was das so ergibt. So, ich habe jetzt hier mal ohne Filter eine Belichtungszeit von 1/20 Sekunde, Blende 10. Und das stelle ich mir jetzt hier einfach mal ein. Und zwar habe ich hier meine App ND-Kalk offen, wo ich all meine ND-Filter drin habe. Und da kann ich dann die Zeit berechnen. So, dann stelle ich einfach mal auf 1/20 Sekunde. Und hier rechts sieht man denn, welche Filter ich so habe. 0,9 wäre eine 0,4 Sekunden, 1,8er Filter, 64-fach, 2,9 Sekunden. So, der ND 2.4 mit 256-fach, der würde jetzt 12 Sekunden bringen. Und der ND 3.0, 1000-fach, 51,2 Sekunden. Und den mache ich mir jetzt einfach mal rauf und das probieren wir dann mal aus. Ich denke mal, das sieht ganz schnuckelig aus. Ja, ich versuche jetzt noch mal ein bisschen seitlich, irgendwie da vorne, ein bisschen flacher. Mal schauen. Eigentlich sage ich immer mal schauen, ne? Also irgendwie bin ich wohl nicht sehr überzeugt, selbst überzeugt von meinem Können, ne? Mal sehen. Auch nicht besser. So, jetzt habe ich eben so ziemlich voreilig mein Stativ schon viel zu weit runtergedreht. Während es hier oben doch viel besser ist. Man muss natürlich immer ein bisschen gucken, wo lässt man jetzt, wo macht man den Bildschnitt? Ne? Mitten im Stein oder in irgendeiner Lücke. Da muss man echt mal gucken. Da vorne zum Beispiel ist eine schöne Lücke. Die ist jetzt gerade in meinem Bildausschnitt noch ein bisschen weit weg. So, das ist jetzt mein aktueller Bildausschnitt. Also, ne? Steine kommen aus der linken unteren Ecke. Nichts wirklich Aufregendes. Naja. Aber mal sehen.
Hier müsste ich vielleicht gleich mal gucken. Ihr seht ja gerade hier, das ist alles sehr, sehr, sehr hell. Ob ich vielleicht mit einem Polfilter arbeiten müsste. Das probiere ich gleich mal aus. Ob mit oder ohne, wir sehen es gleich. Im Moment habe ich auch einen ND-Filter hier schon drauf. Der hilft mir beim Filmen auch gleich ganz gut gerade. Ja, wir testen es mal. Ja, ich nutze ja wirklich sehr selten Polfilter, falls ihr das schon mal gemerkt habt oder so. Ne? Also, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einen Polfilter benutzt habe. Aber hier passt. Vordergrund ist ein bisschen transparenter. Man kann die ganzen Steine sehen. Sieht wunderschön aus. Also, ja. So, ich bin jetzt noch ein bisschen weiter nach rechts gelaufen, damit ich die kleine Kerbe hier drin so ein bisschen als Abschluss habe. Und ich denke mal, ich werde die gleichen Einstellungen wie eben nochmal benutzen. Hat sich jetzt eigentlich nicht viel getan, würde ich mal sagen. Nö, Helligkeit ist die gleiche, Filter rauf und ab geht's. So, eben habe ich noch mal einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar hatte ich eben zwar gesagt, es ist immer noch gleich hell, aber ich habe die Belichtungswaage, also unten dieses Multimeter, das hatte ich irgendwie gar nicht beachtet. Und das Bild ist eben zu dunkel geworden. Also Bild nochmal, aber einfach nur Blende ein bisschen auf. Und ich denke mal, Blende 8 tut es genauso. Belichtungszeit bleibt allerdings die gleiche. Und dann, jo. Sehen wir weiter. Ich denke mal, dann werde ich aber auch gleich den Abflug machen, weil irgendwie sowas fängt immer wieder zwischendurch ein bisschen an zu tröpfeln und naja, ich habe noch einen ganz schönen Weg zu laufen. Also, da habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bock drauf, aber naja, nützt ja alles nichts. Ne? Ja, mal sehen. Also es ist ja eine nette Location, muss ich sagen. Also jetzt im Winter ist natürlich schwierig mit Sonnenuntergang oder so, aber im Sommer, wenn die Sonne vielleicht irgendwo da drüben untergeht, habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt, aber so grob gepeilt wird das passen, ist das sicherlich nett. Filmtechnisch weiß ich allerdings nicht, wahrscheinlich wird hier die Hölle los sein. Ich habe da so ja meine Bedenken und ihr kennt ja mein Problem. Ich filme ungern, wenn Leute da sind. Obwohl da hinten sitzen auch gerade welche, die sitzen so ja, in, sagen wir mal, 75 Meter Entfernung. Gut, irgendwann ist halt die Toleranzgrenze auch überschritten. Ne? Die gucken auch nicht wirklich interessiert, also alles nicht so schlimm. So, ich hoffe, euch hat das Video heute wieder gefallen und ja, bitte entschuldigt, dass es dieses Mal wieder ein bisschen gedauert hat, aber eigentlich kennt ihr es ja von mir. Ich habe keine richtige Regel von wegen, dass ich einmal die Woche was hochlade oder so, sondern eigentlich mal mittlerweile so alle 2 bis 3 Wochen. Aber ich muss auch sagen, ich kriege manchmal auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann irgendwann doch nichts mehr, gerade nichts habe. Und die Situation, die wir jetzt gerade hatten, beziehungsweise noch so haben, ist halt ein bisschen anders. Ne? Und möchte ich jetzt auch nicht zu tief ins Detail gehen. Muss man nicht wissen. Mein Privatleben ist mein Privatleben. Ne? Beziehungsweise unser Privatleben. Ja, gut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr mal ein Like da lasst oder so. Ne? Kann nicht schaden, hilft mir weiter. Kanal abonnieren hilft auch. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin haltet einfach die Ohren steif. Bis dann. Tschüss, euer Dennis.